Hallo und herzlich willkommen zurück zu Recore. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir waren in unserem Crawler drin und sind auf dem Weg zu diesem Pylon, der anscheinend kaputt ist. Aber wir haben gemerkt, es kommt ein Sandsturm, also werden wir uns mal wohl besser beeilen. Das ist das Kontrollzentrum des Pylon. Oder was davon übrig ist. Das da unten? Nicht das? Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, da müssen wir hin. Aber okay. Mir soll es egal sein, mir soll es egal sein. Wir machen das, was du sagst, Jule. Du hast recht. Du kennst dich damit, glaube ich, auch ein bisschen besser aus als ich, aber das macht ja nichts. So, auf jeden Fall möchte ich die ganzen... Oh. Ach, komm, geh weg. Hä? Hä, wo kommen die denn noch her? Ach, da ist noch einer. Lol. Ausgewischen wie ein Profi, als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Cool. So, wir holen uns einmal die Sensoren. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche andere Dinge. Kann ich das kaputt machen? Nee, schade. Ist doof. Ich muss da oben auf jeden Fall noch rauf, weil da gibt es auch noch ein paar Sachen. Was da? Da leuchtet was. Ah, toll, ist eine Lampe. Wow. Ja, Lampen haben so an sich, dass die leuchten. Das ist schon ganz krasser Shit. Das ist richtig krass. Wir können ab und zu einfach mal suchen lassen. Vielleicht findet er irgendwas Cooles. Weiß man ja nicht, ne? Aber hier ist noch irgendwas... Oh Gott! Strahlung! Können wir ihn hier was suchen lassen? Warte mal kurz, warte mal kurz. Los, Mac, such! Er ist ein Mac, ihm wird es wohl nichts ausmachen. Oder? Ne, okay, er findet aber nichts. Also ihm macht es wahrscheinlich nichts aus, aber er findet halt nichts. Ja, macht er nichts. So, gut, dann gehen wir erstmal hier oben lang und dann werden wir mal schauen, was hier so abgeht. Und dann nehmen wir das mit. Und das. Und das. Und springen. Dann nehmen wir das mit und wir nehmen das mit. Und jetzt schaffe ich es von hier darunter zu springen, bestimmt. Aber dann kann ich nämlich direkt das hier auch mitnehmen. Hui! So. Zack. Zack. Und zack. So, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich aber... Fuck. Jetzt müsste ich theoretisch wieder hoch auf der anderen Seite runter. Oh, da sind auch noch welche. Ach, damn. Okay, wir gehen nochmal hoch. Weil wenn wir sie schon haben, dann sammeln wir die Dinger einfach komplett ein. Oder wenn wir das schon einsammeln können, dann sammeln wir sie halt auch komplett ein. Was soll's? Sind das K9-Höhlen? So welche habe ich noch nie gesehen. Guck mal, wie cool. Die sind bestimmt cool. Wie komme ich da rüber? Egal. So. Oh Gott, der ist gleich down. Oh, das geht von hier nicht. Das ist zu weit weg. Wo ist der andere hin? Alter, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Ist natürlich jetzt ein bisschen okay. Er hat ihn kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Die große will ich nicht kaputt machen. Nämlich extrahieren. Okay. Er hat ihn kaputt gemacht. Alles klar, wir extrahieren da nichts. Meine Güte, gib mir doch deinen Shit einfach. Jemand hat die Höhlen modifiziert. Aber warum? Damit sie cooler aussehen. Das muss der Grund sein. Es gibt keinen anderen. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ich hoffe nicht. Wo muss ich denn eigentlich hin? Okay, da hinten muss ich hin. Ich muss auch da hinten hin, weil das auch noch ein paar... Also, da gibt es noch Sachen. Ich komme hier nicht hoch. Ah nein, hier ist wieder Strahlung. Okay, Strahlung ist immer da, wo wahrscheinlich das Level, die Levelbegrenzung anfängt oder so. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird bestimmt so sein. Oh Gott. Okay, zum Glück. Wir kriegen ja zum Glück keinen Fallschaden. Und das wäre ziemlich blöd. Ich möchte hier noch mehr Sachen kaputt machen. Ich brauche einfach mehr Zeugs. Aber ich will da noch nicht reingehen. So, hier. Kapau. Gib mal alles her. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, verdammt. Nein! Okay. Ich gehe nochmal zurück. Das macht er überhaupt nicht. Das ist ja völlig egal. Kann man diese Sachen hier verlängern? Weil das ist irgendwie doof. Man kann das nur sehr, sehr kurz. Das finde ich sehr, sehr schade. So, ich möchte von hier... Guck mal, hier gibt es nämlich was. Muss ich da... Ach, da muss ich sowieso hin. Ja, dann ist natürlich supi, dass wir da erst gleich hingehen, ne? Finde ich auch. Nice. Denn ich will ja erstmal hier hin. Dann hier hin, dann gehen wir da hinten hin.
Hier sind noch Kisten. Haben wir auch kaputt. Give me all that shit. Betritt die Pylon, Steuerzentrum, blablabla. Okay. Ventile, genau, die brauchte ich. Ich brauchte diese Ventile dafür. Kann man aber nur. Ah, okay. Das ist eine Kiste, die muss ich so. Mal sehen, was wir da haben. Muss ich so öffnen. Einfach gegentreten. Ja, so läuft der Hase. Okay, 21 blaue Fusion. Keine Ahnung, irgendwelche Wandler, Pads, Stabilisatoren, Ventile. Okay, ich glaube, ich habe genug Ventile. Das ist aber cool. Ich glaube nämlich, damit können wir dann ihm komplett eine neue Rüstung bauen. Und hier gibt es noch mehr. Geil. Ups. Oh, was ist das denn? Ach komm, geht weg hier. Gött nischt. 20. April 2053. Ich verstehe etwas. Victor und ich haben eine Woche bis zum Landeplatz der Versorgungsfahrzeuge gebraucht. Wir mussten mit dem Crawler eine Steinlawine umfahren, die nirgends verzeichnet war. Aber die meisten Kernbots sind in gutem Zustand. Und der Hauptkern ist Gott sei Dank sicher. Ohne ihn wäre kein Terraforming auf diesem Planet möglich. In 200 Jahren hat Neu-Eden einen blauen Himmel, Wasser und Bäume. Es wird ein Paradies. Die Erde vor Sandteufel. Victor überwacht den Bau der Phase 1-Anlagen, während ich den Hauptkern online bringe. Wenn er und die anderen Kernbots weiter so gut funktionieren, muss ich für diese Schicht vielleicht keine anderen Menschen wecken. Ich finde es gut, dass das Spiel leiser wird, wenn die da brabbeln. Das finde ich eigentlich, das finde ich ziemlich gut. Ist nicht selbstverständlich, leider. Obwohl es das eigentlich sein müsste. So, warte mal, da unten, wo ich denn hin? Okay, da unten ist nur das, was ist das? Okay, geht nicht kaputt, aber wir haben schon mal ein paar nice Sachen gefunden. Und da kommt noch ein Bot. Hau mal kaputt hier, komm mal, jetzt extrahiere ich ihn nochmal. Es funktioniert nicht, verdammt. Jetzt kann ich. Okay. So, oh, guck mal, nice. Okay, wenn er noch eine Combo macht, dann läuft's. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem nice. Einfach so. Mehr Kisten, jawohl, mehr, was ich einsammeln kann. Juhu, ich weiß immer noch nicht, wofür ich es genau brauche, aber das ist toll. Ich finde das alles toll. So, komme ich jetzt hier auch wieder irgendwie hoch? Kann ich eigentlich klettern? Nee, ne? Schade. Aber guck mal, ich kann einfach drauf stehen. Und dann mache ich das so. Pff, kein Problem, was ist los, ne? Was ist los? Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten, okay. Ich habe so viel, ich glaube, ich kann mir jetzt echt die komplette Rüstung bauen, ne? Finde ich auch prinzipiell cool. Ich würde aber. Der Sturm wird heftiger. Wir müssen da rein. Schnell. Ja, immer mit der Ruhe. Ich muss aber sagen, ich würde es noch cool finden, wenn ich die Farbe irgendwie selber bestimmen kann, weil das Gelb, ich fand es eigentlich cool. Das hat gut gepasst. Ich fand es nice. Ich sammle, ich hoffe automatisch alles ein. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke schon. Warum sollte ich es auch nicht? Gibt es hier noch irgendwas anderes draußen? Naja, gut. Laut den Berechnungen sollte die Umwelt ungefähr 200 Jahre nach Aktivierung der Pylonen stabil genug sein. Sollte allerdings ein Pylon ausfallen, tja, dann nicht. Poh, Pech, ne? Okay, ich kann hier gerade auch nichts machen. Ich muss hier unbedingt rein. Diese Tür hat keinen Saft. Vielleicht fehlt da ja der Kern, den wir gefunden haben. Ja, Moment, erst mal alles kaputt. Jetzt bleibt mal geschmeidig hier, ne? Da draußen waren noch ein paar Sachen, aber das machen wir dann, glaube ich. So, Kern einsetzen. Was? 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 Anforderungen einschätze? What? Hä? Ich. Ja, ja. Machen wir. Keine Ahnung, was du von mir willst, aber läuft. Warum Level. Muss man Level 3 sein dafür? Oder? Ich habe keine Ahnung. Nichts wie rein. Wir sind drin und wir sind. Safe und hier flackert es irgendwie hart. Pylon 512. Da befinden wir uns jetzt und ich denke, hier werden wir einige weitere Abenteuer erleben. Vermutlich, zumindest. Ich habe keine Ahnung, aber es liegt ja doch durchaus nah, dass das so sein wird, nicht wahr? Okay, bin ich gespannt. Kommen wir auch nochmal? Verdammt, kommen wir auch nochmal raus? Gut, dass wir aus dem Sturm raus sind, oder? Prinzipiell ja. Okay, suchen wir die Pylonensteuerung. Kommen wir nochmal raus, weil da draußen waren noch Sachen, Kisten und da war eine Schalt... Also... Wird schon.
Ja, ich denke, es wird alles gut, alles kein Problem. Okay. Ich meine, das sieht schon ziemlich, also das hat auf jeden Fall, also ich finde jetzt, so rein optisch ist das jetzt nicht das top aktuellste Spiel von der Grafik-Engine, aber es hat schöne Stellen, also das sieht zum Beispiel ziemlich nice aus. Auch das mit dem Pylon in der letzten Folge, wo man so drauf geguckt hat, das ist ziemlich gut. Also im Gesamteindruck schon ziemlich, ziemlich nice. Los, du findest es. Guck einfach mal hier ein bisschen. What the fuck, wie viel Aufladung hat denn der? What the fuck? Kann ich ihn irgendwie streicheln oder so? Nee, ne? Schade. Da freuen sich die Hunde ja immer. Okay, nee, da komme ich auch nicht hoch. Okay, egal, wir gehen weiter. Hey, noch eine Transferplatte. Juhu. Genau wie die in unserem Crawler. Ja, läuft. Sehen wir sie uns an. Ja, klar. Können wir hier drauf zugreifen? Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Zieh raus. Was ist das denn? Alter, was hier gerade ist? Ja, klar bin ich ein Mensch. Ich heiße Jule. Und wie heißt du? Violet. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Gut, das. Ich glaube, Violet hat ein paar Schrauben locker, wenn du verstehst. Das okay war ein bisschen, hm? Okay, weil. Tschüss. War nett, dich kennenzulernen. Wir gehen mal weiter, ne? Hey, jetzt funktioniert das auch nicht mehr so mit dem automatisch. Na, ist egal. Unsere ersten Sonden auf Neu-Eden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Und wissen, dass es unterirdisch noch viel mehr gäbe. Hä? Ach, der ist hinter so einem. Mein einfach kaputt, du schaffst das. Da hinten. Ich sehe die manchmal gar nicht, ey, krass. So, das. Oh, da ist auch noch einer. Okay, da ist auch noch einer. Naja. Kein Problem. Schaffen wir schon. Was ist das denn? Das sieht auch ziemlich nice aus. Da oben! Die Pylonensteuerung! Komm mit, Mac. Ja, aber wir haben. Hä, aber was sind denn. Warum haben wir hier zwei Sachen? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht, aber ich bin ja auch kein Ingenieur. Ja, ich muss das alles überhaupt nicht verstehen. Ich mache einfach alles kaputt, das kann ich gut. Kaputt machen, das ist meine Profession. Au! Okay, die sind böse. Okay, der backt da so ein bisschen fest, alles klar. Oh, hi. Warte, ich will ihn extrahieren. Yes. Nice Team. Sehr schön. Okay, die da oben kann ich irgendwie nicht kaputt machen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was ist das? Keine Ahnung. Die sehen komisch aus. Als das Mandat Neu-Eden entdeckte, nannten sie es eine neue Chance für die Menschheit. Alles, was ich wusste, war, dass mir dieser Ort meine Tochter wegnehmen würde. Versteh mich nicht falsch, Jule. Ich war sehr stolz, mit anzusehen, wie du dafür gekämpft hast, Teil des Neu-Eden-Teams zu werden. Und ich wusste, dass du gehst, war auch meine Schuld. Seit du klein warst, haben wir immer vom All gesprochen. Wie unglaublich es wäre, andere Welten zu erkunden. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Tapfer, gütig. Etwas waghalsig. Die Erde war zu klein für sie. Und ich schätze für dich wohl auch. Es macht mich glücklich, dass wir trotz der großen Entfernung zusammenarbeiten können, um meine Erfindung zu testen. Die Kern-KI. Wenn wir Erfolg haben, bekommt die Menschheit nicht nur eine neue Heimat. Wir revolutionieren das Verhältnis zwischen Menschen und künstlichem Leben. Okay. Trotzdem frage ich mich, was geht hier alles ab? Warum kann ich jetzt auf zwei, also da und da, das verstehe ich alles nicht. Was ist das hier? Das ist kaputt anscheinend, okay. Explosion, da kriegen wir auch noch Sachen raus.
Da geht nichts. Und was sind diese komischen roten Teile über der Tür? Was, oder ist das überhaupt eine Tür? Ich habe keine Ahnung, aber über diesem Ding, ne? Oh, guck mal, da geht's auch hin, aber da komme ich nicht hin. Ja. Ja. Da hast du recht. Das möchte ich mal lassen, du. Egal, können wir hier irgendwas aktivieren? Will ich den aktivieren? Ja, ich möchte. Ich schätze, ein einziger Kern reicht nicht. Für den Pylonenneustart brauchen wir mehr. Okay. Okay. Uns haben sich neue Wege eröffnet, die wir jetzt wählen können. Ich kann auf die schießen, aber ich weiß auch gar nicht warum. Also sie sieht sie auf jeden Fall auch an. Ich glaube, die Tür muss ich später öffnen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich greife das mal noch nicht an. Keine Ahnung, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Ich gehe mal hier lang. Finde weitere Mysteriokäse, um die Pylonen zu reparieren. Ach so, ich muss 1 von 4. Ach so, 4 Stück muss ich finden. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Muss ich wahrscheinlich nochmal so ein paar Superviecher töten, aber das. Oder auseinandernehmen, ist ja nicht töten, die leben ja gar nicht. Aber trotzdem. Oh, es geht nicht kaputt, schade. Na gut, dann wollen wir das mal machen. Was bedeutet dieses Zeichen bei Mac? Ich glaube. Muss ich gestehen, dadurch, dass ich das halt. Was heißt 2? Ach, ich brauche 2 Kerne, um hier reinzukommen. Ach so. Okay. Dieses Zeichen bei Mac, was bedeutet das? Dieser komische weiße Pfeil. Ich habe nämlich irgendwie. Und hier unten auf dem Bild ist ja so ein Ding nach unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt den Controller-Stick, den Trigger, nee, nicht den Trigger, sondern den Stick halt nach unten drücke, oder das Steuerkreuz oder was weiß ich, dann würde irgendwas passieren. Was ich aber nicht machen kann, weil ich halt nicht mit dem Controller spielen kann. Was ist denn da los? Was ist das? Moment. Okay, es passiert absolut gar nichts. Jetzt hör auf, es anzuvisieren. Es greift mich nicht an, ich kann es nicht angreifen. Alles ist gut. Oh, wir müssen hier runter. Sieh mal, das Schloss dieser Tür ist irgendwie farbkodiert. Du hast absolut recht. Achso. Was? Willst du suchen? Ja, dann. Keine Ahnung, was das war. Ich kann ihn nicht suchen schicken, warum nicht? Okay, die Dinger gehen nicht kaputt. Die haben einen mega kranken Schild, da kann ich nichts machen. Aber ich kann hier jetzt durch. Aber ich kann ihn irgendwie jetzt nicht suchen schicken, warum nicht? I don't know. Öffnen wir diese Kiste. Vorratskiste freigeschaltet. Ein rotes Affinitätsgewehr-Upgrade. Okay. Oh, ein roter Munitionsverstärker. Vielleicht hilft der bei der Tür. Aha, was bedeutet? Hi, na? Tippe 2 an, um dein Gewehr in den roten Feuermodus zu schalten. Wenn die Farbe deines Angriffs identisch mit der Farbe des Ziels ist, richtest du mehr Schaden. Aha. Habe ich das jetzt umgeschaltet? Mache ich jetzt mehr Schaden? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist genau so. Au! Au! Nein, sprinten! Ich bin doof, ich muss springen. Ha, ho, je. Mach ihn kaputt. Mir ist alles egal. Töte ihn. Ich extrahiere ihn einfach. Yes! Passt, ja. Passt. Wenn der Energieschuss eingesetzt wird, während deine Affinitätsfarbe eingestellt ist, feuert er einen Affinitätsenergieschuss ab. Diese Projektile können Ziele mit einem von der abgefeuerten Farbe abhängigen Statuseffekt belegen. Bei einem roten Affinitätsenergieschuss besteht die Chance, die Ziele anzuzünden. Aha. Okay. Jetzt geht er da mitten drin durch, flip aus, ne? Oh, den kann ich. Nein. Oh Gott. Ja, den wollte ich nicht extrahieren. Ich wollte den eigentlich extrahieren. Weil der hat eh nicht mehr viel Life. Komm schon. Shit. Hier liegt was. Ich habe.
Ich hoffe, Mac macht das. Nee, den extrahiere ich, weil der ist eh gleich down. Das Fu... What the fuck, ey? Die halten aber ganz schön was aus, die Burschen. Okay, wie schalte ich wieder zurück auf den blauen Fahrmodus? Aha, okay, perfekt. Okay, 1, 2, bla bla bla. Gut, weiß ich Bescheid. Das heißt, jetzt kann ich die auch kaputt machen? Nein. Die muss ich gar nicht angreifen, alles klar. Hätte ja sein können, dass ich die auch kaputt machen muss, aber anscheinend nicht. Okay. Also ich mache zwar mehr Schaden, aber ich ist jetzt nicht zwingend notwendig, damit ich überhaupt Schaden mache. Wahrscheinlich, also bei den normalen Gegnern, vielleicht bei Bossgegnern oder so. Und bei so kleinen Leichten, da brauchen wir das eh nicht. Oh Gott, hi. Verwirrend, verwirrend, wenn die da auf einmal rauskommen und das ist alles ein bisschen komisch. Schon wieder so ein großer Platz hier. Da ist der Kern. Ich muss nur diese Kernfassung öffnen. Machen wir. Machen wir. Warum leuchtet das so cool? Die Druckplatte muss mit der Fassung verbunden sein. Aber alle Energiezellen fehlen. Geh mir doch den Schammel auf und sag, ich möchte wissen, warum das hier so schön leuchtet. Kann ich das kaputt machen? Na, schade. Okay. Dip, 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 dip. Gib mir die ganzen Sachen. Ich werde nämlich, bevor ich jetzt erstmal hier anfange mit dem Quark, werde ich erstmal den ganzen Scheiß mir einsammeln. Ein Zellenbot. Ich weiß, wo du hingehörst, kleiner Kerl. Komm mit. Komm mit mir mit. Du bist jetzt mein Freund. Bevor wir den Zellenbot... Ich habe gar keine Ahnung, wo der hin muss, aber... Jule weiß es anscheinend, aber das hat sie mir noch nicht so ganz verraten. Oh, okay. Hier, 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 hier. Nein, nein. Ich will wechseln. Pow. Au. Voll angreifen, Junge. Mach sie kaputt. Der kann so oft angreifen, du, da... Oh Gott. Oh Gott. Wie komme ich hier weg? Warum zeigt er mir da die... Ach so. Ach, auf dem... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, auf dem Controller könnte ich mit der Richtung dann was anderes machen oder so. Yay. Läuft. Zum Glück habe ich Mac dabei. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst tot. Gib mir das hier. Das ist verdammt, da muss ich echt drüber laufen. Das sammelt sie nicht ein, wenn sie in der Nähe steht. Ach, das Ding macht diese komischen Fliegeräusche. Das hört sich voll strange an irgendwie. Ich dachte, was mit Mac los? Muss man ein bisschen ölen, aber... Ich finde es irgendwie süß, wenn er mir der ganze Zeit hinterher fliegt, ey. Das ist schon witzig. So, pow, 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 pow. Sammel alles ein. Ja, 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 ja. Sammel alles ein. Tralalalala. Liegt da unten jetzt noch was oder nicht? Ne. Okay, ich sammle dann auch alles ein. Okay. Ich muss wahrscheinlich darüber. Weil ich muss. Nee. Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mache ich jetzt hier. Oh Gott. Oh, ich habe noch einen zweiten. Cool. Wie viel können mir folgen? Alle? Also wenn ich jetzt 80 Stück finde, folgen die mir. Habe ich eine kleine Armee gemacht. Das wäre voll cool. Ringkernbeiß. Damit komme ich auf die andere Seite. Okay. Was auch immer das ist. Es hört sich cool an und ich werde das jetzt ausprobieren. Mir egal, ob ich es machen muss oder nicht. Gesundheit schon wieder erhöht. Nice. Okay, ich gehe da jetzt rüber. Ist mir egal. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Hui! Oh. Okay. Gut. Ich muss da zweimal durchspringen. Alles klar, wir werden das in der nächsten Folge nochmal probieren. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich denke mal, ich muss einmal hier rum, dann muss ich da hin. Ich muss den einen da abliefern und den anderen woanders. Oder die müssen alle dann in den Ring. Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen wahrscheinlich mehr von denen. Wir werden das in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin. Tschüss.